Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit King of Retail, King of Retail Konzernmodus. Und ihr seht, ich habe im Konzern aktuell 168.000 investiert und 97 Tage gespielt und ich habe 3 Geschäfte, denn ich habe heute mein drittes Geschäft eröffnet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist hier in Ja, das ist das PC-Center in der Vista Lane 104. Und wir haben also hier vor allem ein eher gemischtes Publikum. Und zwar vor allem bestehend hier aus Ökologen. Dann haben wir hier die Rentner, Techies, eigentlich bunt gemischt und auch die Bauern. Und da gehen wir jetzt mal rein, denn das ist der erste Tag. Ich habe noch nicht gespielt, ich habe es nur eingeräumt. Und ihr seht es hier auch, Tag 1. Und ich habe es bereits hier mit Mäusen ausgestattet, mit PCs, 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 PCs. Die haben mich um die 70.000 gekostet. Hier die Kasse 3.000. Ich habe eine Kaffeemaschine rein. Die steht schon wieder falsch rum. Also irgendwie habe ich es mit der falschen Kaffeemaschine. Scheint ein Running Gag zu sein. Ein guter Kaffee am Morgen. Dann schauen wir uns das Lager an. Da habe ich hier einmalig hier diese 120 Einheiten. Und das müssten 60 sein, das langt. Paluten müsste gleich kommen mit seiner Gucci-Mütze. Nein, der kommt ja nicht. Wir haben ja schon eingerichtet. Der erste Tag beginnt ja schon. Richtig, richtig, richtig. Ja, dann fangen wir mal an mit meinem dritten Laden. Ich bin mal gespannt. Ich habe das allererste Mal ziemlich viel investiert. Ich werde vielleicht hier dann auch heute nicht nachbestellen. Schaut euch mal den Himmel an. Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt und zwar 2 Verkäufer. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist Lydia auch diejenige, die den dritten Laden hier dann später für mich übernehmen wird. Hallo, PCs, heute erster Tag. Oh mein Gott, der geht auch gleich rein. Und ihr werdet feststellen, habt ihr das gesehen? Es ist blau. Alter, der kauft auch gleich. Das ist ja ungeheuerlich. Was geht da denn ab? Hey, got a second? Oh mein Gott, und die Verkäufer sind nicht da. Jetzt muss ich das hier machen. Ja, ich wollte eigentlich Computer anklicken, aber es ist egal. Ich mache das nicht mehr. Deswegen werde ich hier auch nicht weitermachen, weil das für mich... Und Lydia wäre da. Ja, Lydia wäre da. So, ich wollte euch hier nochmal zeigen. Ich weiß nicht, wir können mal in die Stadt. Danke, schönen Tag noch. Danke für den Einkauf. Das war mein erster Kunde. Ich bedanke mich. Welcher geheimnisvolle Mann ist das? Er ist nur gekommen, um für mich zu kaufen. Jetzt entschwindet er. Wer ist er? Warum hat er bei uns eingekauft? Ja, ich wollte euch hier mal die Statistik zeigen. Für 550 hat eine Maus gekauft. Wahrscheinlich hat er eine gebraucht. Denn wir haben hier eine sehr hohe Bevölkerungsanzahl. Steht hier mit 0. Die müssen wir uns nachher mal genauer anschauen. Also die Statistiken stimmen hier nicht. Der zweite, der schon kauft. Ich glaube, ich habe Werbung geschalten. Ja, ich habe Werbung geschalten. Richtig. Hey, a little help. Schauen wir mal. Lydias erstes Gespräch. Wir sind hier komplett neu. Das ist der erste Tag. Gehen wir mal raus. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Nils. Er kauft schon wieder. Was ist denn hier los? Das ist ja ungeheuerlich. Das ist mein erster Tag. Vergesst bitte nicht, der erste Tag in King of Retail ist immer sehr, sehr, sehr anstrengend. Vor allem sehr erfolglos. Mein zweiter Kunde, Leute. Mein zweiter Kunde. Ja, da geht er. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werde ich mir gleich mal einen Kassierer besorgen. Danke, besuchen Sie uns bald wieder.
Das war, glaube ich, der zweite Kunde war, glaube ich, ein Rentner, ne? Müsste hinkommen. Ja, das ist jetzt mein dritter Laden hier. Ich hoffe, dass sich soweit jetzt alles gut geht. Denn ihr dürft eins nicht vergessen. Das ist das allererste Mal in meine drei Shops hier, PC-Sender, dass ich wirklich, wirklich viel investiert habe. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ich habe noch ein bisschen im Rücken, also ein bisschen Geld. Man merkt schon, dass hier hohe Bevölkerungsdichte herrscht. Da ist also schon ziemlich, ziemlich viel los. Ich möchte nicht wissen, wie das nachmittags ist. Das muss ich mal gucken hier. Das ist grün. Das sind Ökologen. Das ist ein Bauer. Das ist ein Rentner. Das ist ein Arbeiter, blau. Und lila ist Hipster. Ich bin also ein Hipster. Das ist grün. Das ist ein Ökologe. Das soll einen Rentner darstellen. Aha, es gibt zwei Graus. Das scheint hier mehr der Buchhalter zu sein. Okay. Na, dann lassen wir den ersten Tag mal ein bisschen anlaufen hier. So, los geht's. Schauen wir einfach mal, was hier passiert. Und vor allem, ob sich meine Investitionen lohnen. Mein Gott, sind da viele Leute draußen. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, gekauft hat er jetzt aber nicht. Ja, was gibt's zu sagen? Das ist mein dritter Laden. Die Mäuse sind schon gut gegangen. Wir haben schon drei Mäuse verkauft. Vier Mäuse? Kann das wirklich sein? Ja. Und ich werde wahrscheinlich einen weiteren Laden eröffnen, sobald hier der Laden läuft und ich ihn entsprechend übergeben habe. Und ich bin am Überlegen, ob ich statt Computer dann mal einen Schuhladen aufmachen werde. Denn ich denke mal, Schuhe, das ist mal was anderes. Das ist vom Preissegment her niedriger, wobei es natürlich auch Schuhe gibt, die sehr teuer sind. Aber ich könnte mir vorstellen, hier dann entsprechend die Schuhe reinzustellen. Und dann müsste ich hier auch vom entsprechenden Waren-Einräumen her anders vorgehen. Ja, schaut euch mal an, wie viele Leute da draußen sind. Da wird es dann ja Angst und Bange. Das ist ja ungeheuerlich. Oh mein Gott, guck mal, was da kommt da hinten. Das sind ja ganze Massen von Menschen. Jetzt denkst du, was wir da verkaufen können. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das ist grau. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja mal wirklich gespannt auf die Umsätze, was da abgeht. 1250. Ich habe Werbung geschalten, also nicht vergessen. Ich habe sogar ziemlich viel Werbung geschalten. Seht ihr, da ist irgendwie ein Hubbel oder was in der Programmierung. Da bleiben manche hängen. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Hier, ne? Alter, sind da viele Menschen. Ich habe ja noch nie vorher einen Shop gehabt mit hoher Bevölkerungsdichte. Das ist ja ungeheuerlich. Alter, ich bin sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos. Meinen ersten Shop hatte ich ja an einer niedrigen Bevölkerungsdichte. Ja, das ist ja ungeheuerlich. Guckt euch das mal an, was hier rumläuft. Da möchte ich dann nicht sehen, wenn hier... Oh, Lukas, mein zweiter Verkäufer. Wenn hier mal... Boah! Ich bin sprachlos. Wenn hier mal noch Touristen durchkommen, da ist ja hier wirklich, wirklich viel los. Ja, das ist Lukas. Ich glaube, der andere ist schon gegangen. Mein erster, genau, und Ali ist dann der zweite Verkäufer. Das ist ein Auszubildender, mehr oder weniger, denn der hat überhaupt keine Fähigkeiten im Bereich Verkauf. Ich habe ihn jetzt mal mit reingenommen, um hier ist Ali, um einfach ihn möglichst viel arbeiten zu lassen, damit er viele Erfahrungspunkte kriegt, damit ich ihn dann besser skillen kann. Denn die entsprechenden Leute hier haben Skillpunkte. Also ihr seht schon, reinkommen und zwar viele, aber kaufen tut keiner. Hui!
ja, das ist ein Ökologe, das müsste ein Rentner sein, das müsste ein Techie sein. Was ist denn gelb? Was ist denn bitte gelb? Studenten, okay. Studenten. Also ich sehe schon, das wird hochinteressant. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, wie es abgeht. Ansonsten werde ich hier... Ich muss direkt mal ins Lager gucken. Haben wir überhaupt noch was im Lager? Wir haben alles weg. Okay, müssen wir entsprechend nachkaufen. Und, na, gucken wir einfach mal, was passiert. Am liebsten würde ich jetzt da rausgehen und in der Menschenmenge baden. Schauen wir, wie die alle schauen. Schaut euch das mal an hier. Was ist denn weiß? Buchhalter, okay. Das ist ja irre, was hier abgeht. Hey, got a second? Aber reinkommt dort noch keiner. Also wenn das hier mal anzieht, dann brauche ich hier mehr wie zwei Verkäufer. Thanks. Oh, grün. Ja, das ist auch ein sehr guter. Das ist auch ein sehr guter. 6.000 hat er rausgegeben. Wenn wir uns angucken, wir haben nur 28.000 umgesetzt. Ich habe, glaube ich, 60.000 investiert. Und das ist ein guter Wert. Für den ersten Tag ein guter Wert. Ich möchte noch ein wenig rausgehen, in der Menschenmenge baden. Wenn ich überlege, dass in dem alten Gebäude mein allerersten, mein allerersten Geschäft nichts los war. Ich gehe mal rein, aber ich weiß genau, dass das nichts bringt. Computer. Hey. Ja, bringt nichts. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht kapiert. So. Also ich bin ein bisschen fasziniert von meinem ersten Tag. Ich bin das gar nicht gewohnt in einer. Dass da so viele Menschen draußen vor der Tür sind. Was denkst du, was da abgeht, wenn da mal wirklich der Laden läuft hier? Thanks. Hey, got a second? Also die PCs sind gut gegangen. Merkt ihr was? Die gehen gar nicht. Thanks. Das sind die ganz günstigen. Das sind die etwas teureren. Die kosten, glaube ich, 1057. Das sind nochmal die für... Oh, das weiß ich gar nicht. Was die kosten. Hey, 1200, glaube ich. Und das sind die für 1100. Das sind die für 1600. Und das sind die 1100, die ganz günstigen, die gehen gar nicht. Komisch. Hey. Machen wir aber mal Folgendes. Jetzt tun wir da einfach mal ein paar weg. Und stellen die mal dahin. Und dann gucken wir einfach mal, thanks, was passiert. Ich mache mal immer nur einen rein. So, schauen wir mal. Also ich sehe schon, ich muss enorm nachkaufen. Sehr spannend das Ganze hier. Das ist mein erster Tag. Das fühlt sich an wie in den Zeiten, wo meine Shops am allerbesten gegangen sind. Also könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn hier mal richtig was abgeht? Da muss ich ja... Ja, die haben mir meinen Laden ausverkauft. Wir haben meinen Laden ausgekauft. Hier, die gesamten Mäuse weg. Ich habe keine mehr. Eine ist noch da. 2000. Wie viel haben wir eingenommen? Ja, fast alles, was ich investiert habe in Ware. Aber warum gehen die PCs hier nicht? Warum gehen die nicht? Schauen wir mal, was Lukas macht. Thank you. Oh, Lukas hat 20% Rabatt gegeben und er hat nicht gekauft. Habt ihr das gesehen? Er hat 20% Rabatt gegeben und er hat nicht gekauft. Machen wir nochmal eine Kaffeepause. Oh, die können sich nicht hinsetzen. Die können sich nicht hinsetzen. Okay, jetzt baden wir noch ein bisschen in der Menge. Ja, Wahnsinn. Das war mein erster Tag, Leute. Ich bin irgendwie ein bisschen... schockiert. Tschüss, Lukas. Miete 3000, Löhne 3000. Okay. Ja, ich wollte eigentlich überhaupt nichts kaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir machen.
Ich weiß jetzt auf die Schnelle nicht, was ich machen soll. Jetzt müssen wir mal gucken. Krank ist keiner. Wie, jetzt bestellen wir erstmal nach. Mal gucken, für wie viel müssen wir nachbestellen? Oh, das geht. Ich habe jetzt schon Angst gehabt. 28.000. Also die sind gut gegangen. Und die sind auch gut gegangen. Dann bestelle ich jetzt überall nochmal zwei nach. Ja, sind auch 21.000. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, 1.057. Oh, 1.750. Die sind doch ein bisschen teurer. Aber die ganz günstigen sind nicht gegangen. Und dann nehme ich hier noch zwei. Das langt. Ach so. Eins, zwei. Und hier noch zwei. Eins, zwei. Und dann, ja, Mäuse sind ja weggegangen wie warme Semmeln. Da muss ich dann ganz anders ordern hier. Da muss ich ja schon in den Zehnerbereich gehen, sonst langt es ja nicht. Sonst langt es ja nicht. Sonst wenn wir hier ja. Das ist fast ein bisschen zu viel. Na, lass mal. 75 passt. So, jetzt haben wir noch 22.000. Okay. Okay, ich wollte eigentlich anbauen. Ich habe doch keine Werbung geschalten. Wow, keine Werbung. Eigentlich wollte ich hier noch anbauen. Der Laden ist doch ein bisschen klein, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir das Geld nicht reinkriegen. Hä, wieso geht das nicht? Wie Geld 22, Preis 30. Kostet es hier mehr wie 4.000? Hä, was kostet das? Die Erweiterung kostet 15.000? Hä, was sind denn das für Preise? Was kostet das? Wie kommen die denn auf 15.235? 15.000! Wow, es gibt noch Überraschungen in dem Spiel. Das ist ja ungeheuerlich. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal hier in den Verkauf. Marketing. Ach, wir haben noch kein Marketing. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so teuer ist. Aber ich möchte gern Marketing machen. Also gut. Eins, zwei, ja, drei, der bleibt daheim. Nee, den lassen wir auch daheim. Warte mal. Die Henrike ist ausgeschlafen. Die kann mal arbeiten. Marlene kann auch arbeiten. Weiß nicht. War ja nicht viel zu tun, ne? Wir machen es mal so. Wieso hat Ali einen freien Tag? Ali braucht keinen freien Tag. Das ist ein Auszubildender, er muss lernen. Dann machen wir es mal so. Und dann kriegen die hier frei. Zack, zack. Und dann lassen wir Ali doch ein bisschen länger arbeiten. Und ja, Marketing können wir keins machen, weil ich 15.000, das habe ich natürlich nicht bedacht. Na klar, es ist hier alles teurer, ne? Weiß ich nicht, soll ich noch jemanden einstellen? Katharina? Was kann denn Katharina? Gar nichts. Kasse kann sie ein bisschen. Wow. Kasse kann sie ein bisschen. Ja, an die Kasse lassen können, aber ich suche mal jemanden, der das vielleicht ein bisschen besser kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Okay. Ach du meine Güte, das geht ja hier alles. Was ist denn hier los? Okay. Also der Laden macht mich fertig. Was ist denn hier los? Kundenkorbgröße. Gleich in den attraktiven Kiosk rein. Was bedeutet aufleveln? Ah, jetzt kann ich aufleveln. Okay.